You are the target. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Call of Duty Modern Warfare. Wir befinden uns in Kapitel 5, Stadthaus, und holen uns die Trophäe Goldener Weg. Das bedeutet, wir dürfen nur auf Bedrohungen schießen, dürfen selber nicht getroffen werden und dürfen pro Ziel nur eine Kugel verwenden. Das Gute ist, ihr könnt den Checkpoint immer wieder neu laden, und aus den Kommentaren habe ich bereits mitbekommen, dass es wohl Probleme mit der Trophäe gibt. Ich denke, dass das daran liegt, dass ihr, ja, sage ich mal, Unschuldige erschießt, die keine Waffe in der Hand haben. Deswegen ganz wichtig, wir fangen hier vorne an. Wir sind im Erdgeschoss, haben hier drei Bedrohungen. Erst einmal den Typen, weg. Dann hier den anderen Typen, weg. Den dritten Kerl, weg. Wunderbar, passt. Damit ist Erdgeschoss schon mal aufgeräumt. Drei Leute haben wir hier weggemacht. Wie gesagt, wir werden zwischendurch, ja, erstmal unschuldige Personen haben, die dann eine Waffe in die Hand nehmen. Und wir dürfen die erst dann töten, wenn sie die Waffe in die Hand nehmen. Wie gesagt, ich schätze mal, das ist der Moment, wo die Probleme herkommen. Ansonsten könnt ihr jederzeit die Checkpoints neu laden. Also auf jetzt in die nächste Etage. Wir müssen mal so ein klein wenig warten, dass unsere Jungs auch vorgehen. Kein Wunder, wir wollen ja hier auch vorsichtig und Piano machen. Ehrlich gesagt, habe ich gewartet und dachte, gehen los. So ein bisschen anschubsen hilft auch, wenn man so ein kleines bisschen vorwärts geht. Dann fällt denen ein. Ach ja, genau, nächste Etage ist dran, Täter. Jetzt halten sie es auch für eine gute Idee, hier weiter hochzugehen. Da muss man ein bisschen weiter schubsen, die Jungs hier. Ist halt hier wirklich sehr, sehr eng gemacht. Aber wie gesagt, so viele Gegner sind es nicht. Und durch den Checkpoint Reload sollte die Trophäe kein großes Problem darstellen, wenn ihr genau wisst, was ihr macht. Ist so ein bisschen Try-and-Error-Prinzip natürlich, muss man auch sagen, ne? So, jetzt hier die nächste Tür. Wieder vorsichtig öffnen. Und da ist ein Geiselnehmer. Der ist weg. So, die Frau nimmt die Waffe. Und erst wenn sie die Waffe hat, ne? Erst wenn sie die Waffe hat, schießt sie auf sie. Also erstmal den Geiselnehmer. Jetzt hier vorsichtig. Die Tür nur öffnen, aber nicht davor stellen. Also nur kurz hier drauf drücken auf die Klinke. Kurz auf öffnen und dann, ne, genau, passiert das und wir warten hier, dass er rauskommt und dann geben wir es ihm schmutzig. Da ist er weg, da ist er down, so muss es aussehen. Sie, ja, ne, hängt da noch ein bisschen in der Tür rum. Problem ist jetzt, was ich hier gleich, welchen Fehler ich hier gleich mache. Ich will gleich weitergehen, aber der Flur ist noch nicht clear, die Etage. Wir müssen erst noch in jeden Raum rein. So, erstmal hier nochmal, so einmal kurz reingucken, wunderbar. Und ich denke, das war schon, aber nein, da wo eben gerade der Terrorist rauskam oder der böse Mann oder wie immer wir ihn nennen wollen, dort müssen wir auch nochmal kurz rein. Jetzt ist die Etage clear. Jetzt dürfen wir weiter hoch in die nächste Etage gehen. Jetzt kommt auch Kontrollpunkt erreicht. Nächste Etage wird ein bisschen kniffliger. Da werden wir erstmal einen unserer Kollegen opfern. Deswegen auch die Trophäe. Ich überlege gerade, welches die andere Trophäe war, die es hier nochmal gab, wo wir unseren Kollegen retten. Und Goldener Weg zusammen zu machen, unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Deswegen habe ich das auch gar nicht mal im Video erwähnt, großartig. Sondern das macht man lieber ruhig getrennt. So lang ist der Level nicht, das ist das easy peasy abgefrühstückt. So, und jetzt warten wir hier, bleiben einfach stehen. So, jetzt kriegt er da die Shotgun ab. Und jetzt warten wir ruhig so ein kleines bisschen. Also ihr könnt ruhig ein bisschen Zeit lassen, dass der Rauch sich verzogen hat, damit ihr den Typen besser sehen könnt. Und zwar hier direkt um die Kurve. Gleich kommt er, gleich sehen wir schon mal den Arm. Nicht in den Arm schießen, sondern da in der Brust. So, der nächste kommt da aus der Tür raus. Seht ihr gleich. Die Tür aufmachen. Und jetzt durch die Tür zielen. Da kommt er. Schuss, down. Und der, dafür nehmen wir eine Flashbang für den letzten hier in der Ecke. Weil der trifft einen sonst irgendwie fast immer. Deswegen hier die Flashbang noch rein. Und jetzt ist hier aufgeräumt in der Bude. Das war jetzt, wie gesagt, bitte eine knifflige Stelle. Ohne Flashbang ist das da irgendwie gar nicht hinzubekommen. Jetzt ist es mir nicht gelungen, dass der Typ mich mal irgendwann nicht getroffen hat. Und deswegen ruhig hier einfach eine Flash reinschmeißen. Dann habt ihr Ruhe da im Karton. Und weiter geht's in die nächste Etage. Wir haben es auch bald schon geschafft. Ist jetzt gar nicht mehr so lange hin. Ihr seht selber in der Videolänge. Noch 2 Minuten. Inklusive der spät aufpoppenden Trophäe, obwohl diese kommt relativ früh.
Da passiert gleich noch eine komische Geschichte. Egal, so. Eine Unschuldige? Unschuldig mit Kind bleibt unschuldig. Nimmt keine Wumme. Hier hinter der Tür ist wieder einer. Und hier auch vorsichtig aufmachen. Der steht schon an der Wand. Bloß da kriegt ihr meist keinen tödlichen Treffer hin. Der lebt meist noch. Deswegen warten, 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 bis er hier vorne rauskommt. Und geht hier nach links rüber. Bleibt nicht rechts stehen. Wenn ihr rechts steht, hat er einen guten Schusswinkel und trifft euch. Deswegen ruhig ein kleines bisschen nach links gehen, um da auf Nummer sicher zu gehen. Und wie gesagt, solange er noch an der Wand steht, hatte ich, wie gesagt, leider keine tödlichen Treffer, sodass ich zwei Kugeln brauchte. Und deswegen, die Art und Weise ist besser. Ich nehme hier mal kurz das Nachtsichtgerät runter, könnt ihr mal kurz ein bisschen mehr sehen. Und jetzt haben wir hier noch ganz, ganz wichtig. Da sagt Price gleich zu uns, erledige sie. Und erst dann schießen wir. Erst wenn er sagt, erledige sie. Die geht jetzt langsam zurück, wird sich gleich eine Wumme schnappen. Und sobald er sagt, töte sie oder erledige sie, was er da sagt, schießen wir. So, jetzt habe ich hier gleich den Checkpoint neu geladen. Ich war eben gerade der Meinung gewesen, ich habe sie nicht richtig getroffen, die Bitch. Dass nur Price ihn erschossen hat, sie erschossen hat, aber das ist nicht der Fall. Ihr seht gleich, wie die Trophäe kommt. Da ist der goldene Weg freigeschaltet. Das war's. Ich hoffe, ja, das Video war hilfreich für euch. Wenn dem so war, denkt bitte ganz wichtig an den Daumen nach oben, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr hier natürlich auch weiter kein neues Video mit Locker aktiv. Sowieso nicht, also daher würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dementsprechend handelt und ja, beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.